Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands Video. So, und zwar geht es heute mal nicht um Borderlands 3, sondern um einen möglichen Nachfolger bzw. anderen Borderlands Teil, der eventuell nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Nachdem Borderlands 3 nun mehr als 1,5 Jahre draußen ist und noch alle bisher geplanten DLCs erschienen sind, stellt sich die Frage, wie es denn nun mit der Borderlands Reihe weitergeht. Für Borderlands 3 stehen zwar noch 2 weitere Kammerkarten fest, die noch dieses Jahr erscheinen sollen, und auch die jährlich zurückkehrenden Events sorgen weiterhin für Gründe, das Spiel weiter zu zocken. Allerdings ist der Hype um den dritten Teil der Borderlands Reihe logischerweise nach so vielen Monaten abgeflacht und viele Spieler suchen sich neue Spiele, in die sie ihre Spielzeit stecken können. Borderlands 3 ist meiner Meinung nach immer noch sehr lohnenswert und auch Borderlands 2 ist ein Spiel, das zumindest für meinen Teil nicht seinen Spielspaß verloren hat. Aber was wäre, wenn ein neuer Borderlands-Teil näher wäre, als wir alle denken? Laut den Leuten bei Game Reactor, einem bekannten skandinavischen Videospielmagazin, scheint ein weiterer Borderlands-Teil nicht so weit entfernt zu sein. Sie gingen zwar nicht so wirklich darauf ein, wie lange es noch bis zu einem weiteren Teil dauern wird, aber laut Aussagen soll es kein weiteres halbes Jahrzehnt dauern, bis uns der nächste Titel ins Haus steht. Was sich erstmal nach dem Nachfolger zu Borderlands 3 anhört, in dem viele Handlungsstränge und Fragen offen blieben, ist aber laut Game Reactor etwas völlig anderes geplant. Die Rede ist von einem möglichen Spin-Off, das etwas anderes liefern wird. Und Möglichkeiten für einen Spin-Off-Titel gibt es mehr als genug. Schaut man sich die Comics der Borderlands-Reihe oder aber den Kinofilm an, der sich gerade in der Produktion befindet, sieht man, dass auch diese beiden Medien so einiges zu erzählen haben, ohne sich 1:1 an die Story aus den Spielen zu halten. Gerade dadurch, dass ein Borderlands-Film in die Kinos kommen wird, der laut Gearbox-CEO Randy Pitchford nicht 1:1 die Geschichte der Spieleserie erzählen wird, könnte das Spiel, von dem Game Reactor redet, ein Spin-Off sein, das sich an den Film orientiert und eventuell ein paar neue Charaktere in die Spielwelt bringt. Möglich wäre aber auch eine Fortsetzung der Tales from the Borderlands-Geschichte, die zwar kein Loot-Shooter ist, aber halt auch etwas anderes. Vor allem, da man seit einigen Wochen wieder die Möglichkeit hat, die Tales-Geschichten zu spielen und auch dadurch, dass schon vor mehr als 2 Jahren die ersten Gerüchte zu einer Fortsetzung aufgetaucht waren, könnte eine Fortsetzung eine Möglichkeit sein. Die Möglichkeit für eine andere Art von Borderlands-Spiel ist extrem groß und könnte uns ein Spiel bzw. eine Spielart bringen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Denn schaut man sich mal die Vergangenheit von Borderlands an, kann man klar erkennen, dass das Universum rund um Borderlands weitaus mehr zu bieten hat als die bekannten Shooter. Im Jahr 2014 hörte man zum Beispiel von einem Borderlands-Spiel, das es nie in eine finale Version gebracht hat, aber für mich sehr interessant gewesen wäre. Das Borderlands-MMO mit dem Namen Borderlands Online, das nur für den chinesischen Markt produziert werden sollte und auf PC und Mobilgeräten erscheinen sollte, spielte auf einer anderen Seite von Pandora, dem Kontinent Pangu, mit den Städten Metropolis und Union City. Das bereits erwähnte Point-and-Click-Adventure Tales from the Borderlands handelte von weiteren Charakteren. Das Spiel Borderlands The Pre-Sequel spielte zwar im bekannten Borderlands-Universum, dafür aber mit einem neuen Gravitationsfeature. Und das Spiel Bunkers in Badasses, welches aus einem DLC von Borderlands 2 entstand, ist ein analoges Abenteuer, das man mit ein paar Freunden ganz ohne Installation spielen kann. Die Fühler in Richtung eines neuen Genres zu stecken, ist also nichts wirklich Neues, wenn es um Borderlands geht, was so viel heißen könnte, dass man eventuell ein Genre bekommen könnte, das man für das Universum gerade gar nicht vor Augen hat. Möglich wäre zum Beispiel ein Battle Royale-Titel, wie es sich schon zu Haufen aktuellen Spielen gibt, ein weiterer Point-and-Click-Titel, eine Art neues The Pre-Sequel, eine Art MMO oder aber was völlig anderes. Fest steht aber, dass ein weiteres Abenteuer auf uns wartet, zumindest dann, wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann. Was denkt ihr? Welche Art von Spiel auf uns wartet und über was würdet ihr euch am meisten freuen? Wenn es nach mir geht, wäre jede der Optionen spielenswert, mit Ausnahme eines Battle Royale-Titels. Mich hat auf jeden Fall wieder der Detektivvirus gepackt, der mich wahrscheinlich ab jetzt wieder viel ins Internet ziehen wird, um neue Infos zu dem mysteriösen Spiel herauszufinden. Sobald ich Informationen finde, die sich erstmal um mehr als Gerüchte drehen, gibt es natürlich ein weiteres Video mit den Infos für euch. Bis dahin würde ich aber mal sagen, war es das auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!